Viecher. Boah, Schock. Boah, der Hai hat mich jetzt gerade immer erschreckt, du. Freunde, willkommen wieder bei einer neuen Folge von Assassin's Creed 4. Okay, also, ich habe, wie versprochen, habe ich jetzt endlich den Kani hergeführt. Ich hab, musste leider durch so einen Sturm durchsegeln, deswegen hat das alles relativ lange gedauert und hat ein bisschen so mein Schiffchen beschädigt. Ja, jetzt will ich auf jeden Fall mal versuchen, hier das irgendwie mal in Gang zu kriegen. Ah, guck mal, da ist das zweite Schiff. Ja, also wie gesagt, wir machen jetzt erstmal mit der Mission weiter. Öffnet die Hauptsegel! Da wir letztes Mal ein bisschen gespielt haben. Ja, gespielt kann man es ja nicht sagen. So, wir waren ein bisschen auf Beutejagd. Ich meine, ihr habt das mal kurz gesehen, wie das da ist. Okay, ich hatte jetzt mal die Klappe und ja. Locker trimmen, alle Segel einhoch! Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Oh Mann. Das Spiel ist wirklich für immer Überraschungen gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass ich den... Gut, dass ich den alten K.O. da wieder sehe, aber so unter Blackbeards Fuchteln, ja, das ist ja wirklich eine Überraschung. Genauso wie das hier mit Captain Kidd. Okay, also, Sie können nur die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke erlaubt Ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden, zum Beispiel Schiffswrack und Cenotes. Keine Ahnung, was denn jetzt Cenotes sind. Segeln Sie dorthin und halten Sie einfach B, wenn Sie aufgefordert werden, die Tauchglocke herabzulassen. Ja, das werden wir jetzt natürlich mal ausprobieren. Das ist eigentlich da baut sich ein Unwetter zusammen. Warte schon wieder, das gibt's doch gar nicht und so hier. Ich habe gedacht, ich setze jetzt mal hier Ruhe vor diesem komischen Sturm. Alter, das ging jetzt gerade eigentlich ein bisschen so auf den Keks. Würde ich ehrlich sagen. Mit dem Sturm. Mit drei Crewmans. Nee, stimmt gar nicht, waren nicht drei, es waren sogar acht Crewmans. So. Ja gut, wahrscheinlich sind schon viel mehr Leute gestorben. Sie sind sicher nah am Ziel. Etwas im Wasser. Ja, machen wir mal behalten. Also was ich jetzt sagen wollte, durch meine Kanonenschüsse sind glaube ich schon mehr Crewmans gestorben als durch irgendwas anderes. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ich glaube wirklich so, ich bin jetzt nicht unbedingt gerade so der beste Schütze. Wrack der San Ignacio. Ja, na dann Gesundheit. Okay. Jetzt muss ich gerade noch überlegen, wie das mit der Steuerung war. Wir haben ja auch mal ein bisschen was gemacht. Tauchglocke herablassen. Behalten um vor Anker. Medizin finden. Okay, jetzt spuckt er mich aus. Wo ist denn hin? Da ist hin. So, benutze L um zu schwimmen. Ja, bin ich gerade dabei. Haben wir ein Schätzchen. Mal, was der uns bringt. Wir plündern. Okay. Ich glaube, ich sollte aber nicht so sehr Armzug. Brauche ich denn hier die nächste Glocke? Und das Armzug nach oben? Nee, will ich das eigentlich nicht. Ich will eigentlich hier ein paar Schätze noch mitnehmen. Mir plündern. Ich glaube, ich muss mich da echt ein bisschen ranhalten. Wegen. Schneller schon. Oh. Also, weil das ist nicht gesund gerade. Das habe ich mir sagen lassen. Na komm.
hier. Jetzt macht er mal. Was ist denn das jetzt schon wieder hier mit der Steuerung? Ah. Gut. Interagieren. Drück mal B, genau. Das ist denn hier. Steckt er sich den Kopf rein. Alles klar. So, jetzt will ich aber hier diesen anderen Schatz haben. Noch. B, interagieren. Ja, Übung macht den Meister. Also zu sagen, hoffentlich kommt jetzt kein Hai raus oder sowas. Ja, komm. Ja, zack, geh doch mal hier runter, Junge. Boah, das ist doch. Also das ist jetzt nervig und so. Das muss man jetzt sagen. Ich viel Zeit jetzt verloren. Und viel wertvolle Atemluft. Wo ist denn der Schatz? Da hinten, okay. B interagieren. Okay, das war wohl doch keine so gute Idee. Oder wie sieht's aus? Na doch, eine Pulle rum. Wo ist denn da entlang? Gibt's da weiter? Nee, ne? Doch. Hätte jetzt das gedacht. Ja, ich glaube, ich brauche mal wirklich jetzt lange ein bisschen Sauerstoff. Ah, da oben geht's weiter. Ah, so eine Unterwasserhöhle, schön. Halte B, um unterzutauchen. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das? Gibt's da noch was? Nee, ne? Na komm, schon mal hier das Loch durch. Yo. Komischerweise muss ich da jetzt irgendwie so an World of Warcraft Cataclysm denken. Oh, guck mal, was ist das hier für ein Sturm? Böse Strömung, ne? Oha. 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 Boah, wie das abgeht. Oh. Verdammt. Das hat wehgetan. Einen Weg nach draußen finden. Ach, jetzt weiß ich, was das war. Und so, der hat ja die Medizin gefunden. Alles klar. Ja, jetzt logisch, ja. Boah, Schock. Boah, der Hai hat mich jetzt gerade immer erschreckt, du. Unglaublich, jetzt habe ich wirklich einen Schock bekommen. So, und wo ist jetzt hier die Glocke? Da ist die Glocke. Genau, Atemzug B, interagieren. Wie kann ich... Weiß nicht mehr, was ich mit dem Hai machen soll. Seetankteppich oder Schiffswrack. Oh, okay. Kann ich die irgendwie nicht täuschen? Nee, ne? Das sind ja nur Haie. Das ist doch blöd. So, naja, egal. Probieren wir es einfach mal. Ah, hat er mich aber nicht bekommen. Sehr schön. Da ist noch ein Schatz. Den will ich jetzt haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will den Schatz haben. Wir plündern. Boah, 1000 Reales, Freunde. Da geht der. Da geht was. Kann ich ihn nicht töten. Ich will die Haie platt machen. So, genau. Okay. Mhm. Okay. Na, ja, komm. B. Tauchen. Plündern, plündern. So, den anderen Schatz krieg ich jetzt nicht, oder? Ja, gut, okay. Kann man leider nicht verhindern, aber schnell zur Tauchglocke rein. Kurz bevor der mich sieht. Oh ja, das war nicht so gut. Alter, was? Wir interagieren, genau. Puh. Wir halten uns vom Schiff zurückzukehren. Boah, die hier habe ich jetzt echt wirklich nicht gebraucht. Kann ich jetzt auch wieder raus? Wieder zurück dahin. Ja, ne? Guck mal. Hier. Und runter. So, genau, da sieht er mich jetzt nicht. Ich bin ich gerade am gucken, wo der andere Schatz ist. Da, genau, guck mal, da haben wir noch. Haie. So. Ein Plan. Ja, gut, okay. Einen Tor haben wir jetzt nicht bekommen.
Ist natürlich jetzt relativ schade, aber egal. Was soll's. Elite-Rumpf ist jetzt eine Kompetenzkajüte von Uber. Sehr schön. So, oh, kommt er wieder. Komm, interagieren, genau. Alles klar. Ja, dann sagen wir mal, zum Schiff zurückzukehren. Halten, genau. Wir halten und nach oben. Gut. Ey, was ist mit denen passiert? Glück gehabt. Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Ah, okay. Verdammte Pest. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Du vergisst das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Mhm. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Oh, wie viele Ballermänner da hat. Für das Publikum. Alles Theater. Weihräucherstäbchen. Etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar tut es das. Solltest du einen leisen Weg kennen, an die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Jo, drei Schatzungen und ein Haieangriff vermeiden. Ja, haben wir natürlich nicht geschafft. Der eine hat mich ja wirklich auch noch erwischt. Egal. So. Kann ich schon noch mal runter? Nee, oder? Was haben wir jetzt? Da ist etwas unter uns, Captain! Ich glaube, da war ich aber schon, oder? War ich da schon? Ja, da war ich schon, oder? Ja. Dritte Tüger, ja, okay. Pack das San Ignacio. Ja, okay, dann singen wir auf jeden Fall mal hier wieder zu hin. Hauptmission. Das Teufels Advokat. Egal. Seht mal hier, da ist etwas in der Tiefe unter uns. Ja, schön. Oh mein Gott. Und dieser Sturm ist immer noch da und ich drehe am Rad. Bring jeden Fetzen Stoff in den Wind. Na komm. Wir halten den Wind so gut sie es kann. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Hier Holz. Warte mal. Doch, komm. Denn auf jeden Fall beim nächsten Hafenmeister. Ey. Eine Brick. Eine Brick, Freunde. Soll ich es wagen oder soll ich es nicht wagen? Ja. Na egal. Lass uns mal retten. Einen habe ich wieder, einen coolen Typ mehr. Ich habe zu lange immer rumgetrödelt, aber ja, mein Gott, passiert. So, machen wir jetzt mal ein paar Hauptmissionen hintereinander, auch mal ein bisschen die Story voranzukommen. Und was haben wir hier? X erbeuten, retten, jo, sehr schön. Ich langsam meine Kuh wieder voll. So eine blöde Welle und so kloppen da 8 Crewmans. Na, das ist cool. Aber die haben vorhin noch ein anderes Lied gesungen, was leider jetzt nicht auf der Platte drauf ist. Aber es war auch ganz nice eigentlich. So, was haben wir hier wieder? Ein Schätzchen. Da sag ich auf jeden Fall nicht nein. Ja, komm. Wir nähern uns den Fettlesegel einholen! So, ich bin halt so weit. Ja, gut, alles klar. Hey, okay, aus dem Weg. Captain Slim! Ich glaube, dass er da nicht irgendwie so in diesen Sand, in den Meeressand reingesprungen ist. Da stecken geblieben ist mit dem Kopf. Das wäre auch ganz lustig, sicherlich. Komm.
Immer Gas. Wir haben keine Zeit. Auch so rum. Das so. Gut. Roller Bottom Money. Na komm. Ja, auf geht's. Komm. So, ein bisschen schneller. Und zurück ans Steuer. Steuer. Bring die Hauptsegel in den Wind. Ja, da gibt es, glaube ich, auch einen Hafenmeister. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann ich nochmal hier nachher rumgucken. Nicht, dass ich denn jetzt zu viel Rum in den Taschen habe und zu viel Zucker. Und ich kann nichts weiter einnehmen. Was haben wir hier? Vorsicht, Captain! Diese Gewässer werden vom Feind bewacht! Ja, alles schön. So. Wieso eigentlich? Aber hier, das Fort könnten wir eigentlich auch mal... Ach, das machen wir alles noch bei Gelegenheit. Gut. Hauptmission weiter. Da war ich jetzt hin. Feuer! Oh. Ah, komm schon! Treff die Bastarde! Verdammt. Ja, sind bereit, schon... Sir! Genau das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber egal. So, segel ich jetzt dann direkt auf die Insel zu. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, komm. Oh, jetzt schießt das Schiff auf mich aus. Was willst du denn? Achtung, Zusammenstoß! Oh, komm. Ich hab's doch kein Gegner und so. Was ist mich hier jetzt raus? Von aus. Nee, guck mal, die schießen mit gegeneinander aus. Oh, okay, bin jetzt noch besser. Jo, das ist cool, wie gesagt. Feuer! Was willst du denn jetzt hier? Minen im Wasser, Captain! Ja. Siehst. Wie gesagt, ich versuche einfach jetzt mal ein bisschen weiterzukommen. Ein bisschen schneller. Da kann ich jetzt Reitegeschwindigkeit machen. Jo. Wo sind jetzt nur auch zum Glück ein paar Meter? Na komm schon, Freund. Ja, hier überall die lauter kleinen Inseln und die Animus-Fragmente. Jo. Bam. Komm, singt doch noch ein Lied, Leute. Na, was ist? Warum machen die eigentlich hier? Da könnte man eigentlich auch mal dann später machen. Das ist meine Bude. Das ist meine Bude, ne? Egal. Na komm. Geht's noch schneller? Hier kämpfen die doch schon wieder. Jo, oh, muss aufpassen, nicht, dass ich da jetzt auf Grund laufe. Küste. Ja, pass ich doch. Komm, und da muss es doch gleich sein. Ich glaube, da sehe ich schon ein Schiff. Da hinten schon wieder so ein Sturm, was ich gar nicht cool finde. Was ist da los? Ja, warte mal, warte mal. Jetzt kann ich hier nicht stoppen oder was? So. Langsamer.
Jo, okay. Also, okay. Ich würde mal sagen, wir machen mal. Hey! Ah, Sturm. Passt wieder alles zusammen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal eine kurze Pause und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir auf jeden Fall mal die Mission. Bis dahin, sag ich mal, tschö mit Ö.